Hallo liebe Freunde der gesunden Ernährung, der klinischen Psychoneuroimmunologie. Recht herzlichen Dank für das Verfolgen unserer Webseite, für das große Interesse der Themenseminare und aufgrund dieser großen Nachfrage der Kunden und Menschen, die sich für Gesundheit interessieren, ist das Seminar Paleo und Darm zu einem zusammengefasst worden. Warum Paleo und Darm? Wie wirkt sich die Steinzeitnahrung, die leider von vielen falsch interpretiert wird, auf die Gesundheit des Darmes aus und welche Auswirkung hat eine schlechte Darmflora oder ungesunde Darmflora auf unseren Gesundheitszustand? Das vernetzte Denken ist in der klinischen Psychoneuroimmunologie Grundvoraussetzung, um ein ganzheitliches Bild zu bekommen vom Menschen, um Lösungsansätze zu finden, um wieder eine Genesung zu erreichen. Und wenn man Ansätze aber ganzheitlich denkt, muss man verschiedene Organe verknüpfen. Man weiß, dass Stress ein Hauptkrankmacher ist, Umweltfaktoren, mangelnde Bewegung. Man sieht, dass heute eben 40-50% der Menschen eine nicht alkoholbedingte Fettleber haben. Ja? Wenn man den Darm hinzufügt, ja, unser Darm mit 500 Quadratmeter, die größte Eintrittsfläche von außen in den Körper, und hier finden Tausende von Abertausende Prozesse statt. Einerseits sitzen 80% des Immunsystems im Darm oder direkt hinter der Darmwand. Störungen in der Darmwand führen zu immunologischen Reizen. Man weiß heute, dass der Darm und die Dünndarm- und Dickdarmflora entscheidend sind, ob das Risiko für eine Low-Grade Inflammation erhöht ist. Oder man spricht auch Silent Inflammation. Und man weiß heute, dass die Paleo-Ernährung nicht, falsch verstanden bei den Menschen, die sich nicht damit beschäftigen, Wikipedia-Wissen, muss ich einmal Kritik einwerfen, wir hören oft, die Paleo-Ernährung ist einseitig und ist nicht wissenschaftlich. Es ist die natürlichste Art der Ernährung. Die Wissenschaft geht weiter. Wikipedia, muss man lachen, ist natürlich eine Wissensplattform, aber nicht ausreichend, um das Konzept innerhalb der klinischen Psychoneuroimmunologie zu verstehen. Das bedarf jahrelanger Erfahrung, Studien, die das belegen. Paleo-Ernährung hat Einfluss auf Low-Grade Inflammation. Warum? Wieso? Mit Ernährung hat man Einfluss auf die Zusammensetzung der Darmflora. Man sieht, alles, was der Mensch isst, verändert mehr oder weniger unsere Darmflora und im weiteren Sinn auch sogar unser Mikrobiom. Unser Mikrobiom ist die Gesamtheit aller nichtmenschlichen DNA im Körper und je nachdem wo, haben wir ein unterschiedliches Mikrobiom. Wenn der Mensch viel Fleisch isst, was nicht zu empfehlen ist, ja, ändert sich das Mikrobiom dementsprechend. Isst der Mensch viel Getreide, ändert sich auch hier wieder das Mikrobiom mit einer anderen Zusammensetzung. Und man weiß, dass gewisse Störfaktoren in der modernen Ernährung, Zucker zum Beispiel, ja, zu übermäßiger Konsum von Getreide oder Getreide generell, ja, hier zu Veränderungen führt, dass das Risiko für Entzündungen erhöht. Hat man noch ein Leaky Gut-Syndrom, ja, man spricht leckender Darm, man darf sich das nicht als Pathologie oder als Krankheit vorstellen, sondern die Darmschleimhäute sind überempfindlich, werden durch die Nahrung überempfindlich. Und so können Toxine, Giftstoffe von Bakterien oder auch abgestorbenen Bakterien über den Darm zur Leber eindringen und es entstehen so Low-Grade Inflammation. Diese Zusammenhänge, wie Paleo-Ernährung, warum Paleo-Ernährung so wichtig ist, welche Grundlagen sind dahinter, welche Informationen führen zu diesen vielen Krankheitsbildern und die Regeneration des Mikrobioms, die Regeneration der Darmflora, Aufbau der Darmflora, lernen Sie in den 2-in-1-Seminar Paleo und Darm. Viele Menschen nehmen Probiotika ohne Nahrungsumstellung. Das ist ein wertloses Unterfangen, es funktioniert nicht, es ist ein Durchlaufposten, die Bakterien funktionieren nur kurzfristig, langfristig ändert sich nicht. Man muss die Flora von der Mundflora beginnend bis zur Dickdarmflora eine Kur machen, eine Darmaufbaukur, um wieder eine Stabilität zu erreichen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Viele Autoimmunerkrankungen, ja, Autoimmunerkrankungen nehmen ihren Ausgangspunkt von einer kaputten Darmflora, weil Entzündungen entstehen.
Und wenn wir schon bei Autoimmunerkrankungen sind, sieht man, dass Gliadin ist ein Protein aus Getreide, das nach der Verdauung in den Kreislauf gelangt und kann verschiedene Rezeptoren besetzen, die dann eine Immunreaktion auslösen. Wie das funktioniert, was Sie dagegen tun können, erfahren Sie im 2-in-1 Seminar. Spannende 6 Stunden erwarten Sie. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich dafür interessieren. Unkritisch hingehen, die Information aufnehmen, für sich analysieren und sich damit beschäftigen. Und wenn Sie mehr wissen wollen, kommen Sie vorbei. Sie finden die Informationen auf unserer Homepage, wo die nächsten Seminare und Informationen für Sie zu bekommen sind. In dem Sinne sage ich danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.